unser größtes Bundesland hat landschaftlich so viel zu bieten. Der Bayerische Wald, das Bayerische Mittelgebirge, das Alpenvorland bis hin zu den Alpen mit dem höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze. Bayern ist das waldreichste Bundesland und besitzt unzählige Burgen, märchenhafte Schlösser. Und seinen tiefsten Punkt hat Bayern an der Stelle, wo das Flüsschen Kahl in den Main fließt. In meinem ersten Teil der bayerischen Sagen erzähle ich euch eine Auswahl aus verschiedensten Regionen, denn auch Bayern ist sehr reich an Sagen. Fangen wir an, und in der ersten Sage geht es nach Voburg. Der treue Star. Von dem Geschlecht der Markgrafen von Cham Voburg geht die Sage, dass einmal ein Fräulein des Hauses im zarten Kindesalter durch die Zigeuner geraubt worden sei. Ein Star, ein Vogel, der im Schlosse gehalten wurde, flog den Räubern nach und begleitete sie allerorten hin auf ihren Kreuz- und Querzügen. Wenn sie rasteten, ließ auch er sich in einem nahen Baum nieder und begann, die gelernten Sprüche herzuplappern und die Lieder zu singen. Die Räuber waren besorgt, durch den Vogel verraten zu werden, und stellten ihm auf alle mögliche Weise nach, um ihn zu fangen. Aber das kluge Tier wusste sich immer zu retten. Da wurde den Zigeunern ernstlich bange, und sie wollten das Kind nicht länger bei sich haben und setzten es an der Schwelle einer einsamen Herberge im Böhmerwald aus. Der Star aber schwang sich auf den Giebel des Hauses und sang da mit heller Stimme. Die Wirtin, eine arme, gutmütige Frau, nahm sich der Findlinge bestens an, fütterte auch getreulich den Star, der sich von der Kleinen durchaus nicht trennen wollte. Wohl dachte sie, wenn sie das feine, zierlich ausgenähte Hemdlein des Kindchens anschaute, dass es aus einem vornehmen Hause stammen müsse. Aber von einem Raub in der markgräflichen Burg vernahm sie in ihrer Einöde kein Wort. Und so blieb das Mädchen bei ihr und wuchs heran. Eines Tages kehrte ein Ritter in der Herberge ein, den ein Gewitter überraschte. Und während dieser Gast am Tisch bei einem Krug Wein saß, hüpfte der Star hinterm Ofenbrett hervor, flatterte mit seinen Schwingen, als wolle er gesehen werden, und ließ sodann seine Sprüche und Liedlein vernehmen. Dem Ritter war, als hätte er diesen Vogel vor langer Zeit schon gesehen und gehört, und er fragte die Wirtin, woher sie das Tier habe. Da erzählte sie ihm die Geschichte des Mädchens, so viel sie davon wusste, und brachte auch das Hemdlein herbei, welches sie bis zur Stunde sorgfältig aufbewahrt hatte. Der Ritter erkannte an der Stickerei mit freudigem Schrecke das Wappen seines Hauses und verlangte augenblicklich, das Mädchen zu sehen. Es wurde von der Wiese hereingerufen, wo es eben Gras mähte, und der Ritter, erstaunt über ihre seltene Schönheit, nahm sie bei der Hand, streifte hastig mit der linken das Busentüchlein etwas zurück, und da wurde in der Gegend der Schulter ein Muttermal sichtbar in Form einer Kreuzdornblüte. Alsbald fiel der Ritter dem Mädchen um den Hals und rief: »Ich bin der Graf von Voburg, und du bist meine Schwester, die, die wir so lange beweint haben. Dieses Zeichen gibt dich mir zu erkennen. Unsere Mutter hat oft von dir erzählt.« Und wiederum umarmte der Graf die schöne Schwester, als sollte es gar kein Ende nehmen. Da saß er zu Ross und nahm sie vor sich in den Sattel. Der Star aber erhob ein freudiges Geschrei und flog an ihrer Seite der Heimat zu. Welch ein Jubel, der sich dort erhob, als das verlorene Fräulein seinen Einzug hielt. Es lässt sich schwerlich beschreiben. Die Eltern bereiteten ein großes Freudenmahl, zu dem alle Verwandten und Dienstleute eingeladen waren. Und der Star spazierte während dieser Gasterei auf den Tischen umher, als wolle er von allen gelobt werden. Die Sage von der Rusel. Auf der Rusel ist das Heim eines Zwerges. Schon viele tausend Jahre haust er still und mutterseelenallein in seinem unterirdischen Kämmerlein. Mit seinem Hammer hieb er sich viele Gänge aus, die er gleich seiner Wohnung mit lichtem Karfunkel
glitzerndem Golde und blendendem Kristall schmückte. Hin und wieder verließ er seinen feinen Bau und wärmte sich am sonnigen Abhange. Zur selben Zeit kamen auch die ersten Siedler in die Gegend. Als nun das Zwerglein wieder einmal sein gewohntes Plätzchen aufsuchen wollte, hörte er zum ersten Male in seinem Leben eine menschliche Stimme. Ein Hirtenmädchen sang liebe Lieder. Da fiel es ihm sehr schwer aufs Herz. Er hockte sich hin und sann lange, wie doch sein Leben bis jetzt so einsam und langweilig war. Und wie viel schöner es doch wäre, wenn er auch ein Menschenkind in seinem Schlösslein hätte. Am anderen Tag putzte und wusch er sich. Er zog sein schönstes Kleid an und schob viele farbige Edelsteine in die Taschen. So zeigte er sich dem Mädchen, wie dieses das alte, kleine Männlein mit dem langen weißen Barte sah, grauste es ihm. Doch der Zwerg redete so lieb mit ihr, und er gab ihm auch die glänzenden Edelsteine zur Kurzweil. Da verlor sie alle Scheu. Ja, nach und nach wurden beide ganz vertraulich miteinander. So spielten sie täglich, bis der Winter herannahte. Nun wollte er dem Mädchen auch einmal sein Kämmerlein zeigen. Wohl musste dieses sich arg bücken, und gar manchmal stieß sie sich am Gestein. Doch es achtete dessen nicht, denn das Flimmern und Leuchten in dieser unterirdischen Herrlichkeit nahm ihm die Sinne ganz gefangen. »Tändle nur fort bis in die Ewigkeit«, sagte der Zwerg. Das Mädchen ließ sich das nicht zweimal sagen. Es nahm eine kleine Vase hier und dort eine Schale, jetzt einen Karfunkel und dann eine Goldkugel. Wie im Fluge schwand im Bannkreise des Zwerges die Zeit. Ja, es waren schon 10 Jahre vorbei, und das Mädchen glaubte erst ein Stündchen im Erdinnern gewesen zu sein. Da fiel ihr unversehens ein Lilienkranz aus Alabaster zu Boden, und von dem Klirren fuhr es auf wie aus einem tiefen Traum. Der Bann war für das Mädchen gebrochen. Noch immer stand vor ihm das Männlein mit dem langen weißen Bart, denn für Zwerge gibt es weder Zeit noch Wachstum. Das Hirtenmädchen aber war während der Zeit 10 Jahre älter geworden und zu einer Riesin herangewachsen. Eine liebreizende Jungfrau mit goldenen Locken war aus ihm geworden. Aber oh Schrecken, der Ausgang war ihr versperrt. Es konnte nimmer zum Sonnenlichte kommen. Da weinte es und rief um Hilfe in seiner Verzweiflung. Und sein Jammern widerhallte im ganzen Zwergenreiche. Aber es half nichts, die Gänge waren zu schmal und zu niedrig. Und endlich befreite es aus seiner entsetzlichen Lage der Tod. Nun kam Leben in den bisher vor Schrecken wie versteinert dastehenden Zwerg. Er meißelte für die verstorbene Jungfrau einen Sarg aus Kristall und schmückte ihn mit Gold und Edelstein. Am Fuß dieses Sarges sitzt und weint er nun in ewigem Schmerz. So trauert er schon jahrhundertelang und seine Tränen sammeln sich in einer Quelle, aus der sie wie ein eiskaltes Brünnlein zutage fließen. Die Schratzen. Nach dem Glauben der Alten waren die Schratzen Waldgeister. In manchen Gegenden aber scheint man das im Laufe der Zeit vergessen zu haben, und man verwechselte und vermengte sie schließlich mit den Elben und den Zwergen, besonders aber auch mit den Kobolden, jenen bienenemsigen Hausgeistern. So mag es auch gekommen sein, dass man um Rimbach heute noch von den Schratzen spricht, die in unterirdischen Gängen beim Eigenhof und Götzelhof gelebt haben sollen. Die Sage erzählt, diese Schratzen seien den Leuten in allem behilflich gewesen, hätten überall zugegriffen, wo eine Arbeit noch unvollendet war, und hätten keinerlei Lohn beansprucht. Nach altem Herkommen stellte man ihnen in der heiligen Nacht zum Danke für ihre Liebe und Hilfe eine große Schüssel geschmalzenen Breies auf den Herd, den sie jedes Mal vollständig aufaßen. Der Volksmund weiß, dass sich die Schratzen nicht gerne beobachten lassen. Die Götzelhofbäuerin wusste das auch, aber sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, ihre kleinen Freunde zu belauschen und zu beobachten. Ein Astloch in der Kammertür gab ihr hierzu Gelegenheit,
Durch dasselbe sah sie einmal den Geisterlein zu, wie sie kamen und gingen, lachten und scherzten und schafften. Dabei fiel ihr auf, dass manche Schratzen recht dünne, abgetragene Röckchen und zerschlissene Höschen anhatten. »Wir sind doch recht undankbare Leute«, dachte die Bäuerin in ihrer Herzenseinfalt und nahm sich vor, den Schratzen neue Kleider zu machen. Sie kaufte graues Tuch für die Höschen und rotes für die Jäckchen. Am nächsten Weihnachtsabend kochte sie die doppelte Ration an Brei, so gelb und saftig, dass einem der Mund ordentlich wässerte, wenn man den Duft davon in die Nase bekam, und stellte ihn vor dem Schlafengehen auf den Tisch. Die Kleidchen legte sie auf die Bank. Dann versteckte sie sich wieder hinter der Tür und guckte durchs Astloch in die Stube. Sie freute sich schon im Stillen auf die freudigen Gesichter der Schratzen, ihr Lachen und Jubeln beim Anblick der Geschenke. Aber wie ward sie enttäuscht. Der Erste, der in die Stube huschte, nahm ein Röckchen in die Hand, lächelte wehmütig und rief mit tränenden Augen, »Man hat uns abgelohnt, jetzt können wir wandern.« Dann nahmen auch die übrigen ihre Kleidchen und verließen jammernd und weinend die Stube. Haus und Gegend, um nie wiederzukehren. Von den Schratzen zu Untervierau. Auch unter dem Anwesen des Bauern zu Untervierau befinden sich sogenannte Schratzenlöcher und man kann jetzt noch vom Kartoffelkeller aus in dieselben gelangen. Ein unterirdisch freiliegender Eingang wurde beim Bau eines Brunnens verschüttet. Aber schmächtig wie ein 8- oder 10-jähriger Bub muss einer sein, der in diesen unterirdischen Schlupfwinkel herumkriechen will. Und doch müssen die einmal bewohnt gewesen sein, denn die Ecken und Kanten sind wie abgeschliffen, ja fast wie poliert. Die Gänge laufen in einer kleinen Halle, der Kapelle, wie die Leute hier sagen, und die verschiedensten Nischen zusammen. Wie der alte Prünstmüller einst erzählte, hat man in ihnen Topfscherben, Steine so scharf wie Messer und spitze Knöchelchen gefunden. Auch soll sich vor langer Zeit am Eingange hier und da bei Mondschein ein winziges, käsegelbes Männlein mit eisgrauem Bart gezeigt haben, das den Vorübergehenden zurief, duck, duck. Und dann war es Zeit, die Feldfrüchte schleunigst heimzubringen, denn regelmäßig zog bald darauf ein Hagelwetter durch die Gegend, das alles, was auf den Feldern stand, in Grund und Boden schlug. Beim Bauern selbst kamen diese Erdmännlein immer nachts durch das Aschenloch in der Küche. Und die Bäuerin kam jedes Mal die für den anderen Tag hergerichtete Kälbersuppe weg. Einmal blieb sie, um aufzupassen. Da sah sie zwei Männlein aus dem Aschenloche schlüpfen. Schnurstracks machten sie sich wieder über den vollen Topf Suppe her, aßen sich nicht nur satt, sondern füllten auch noch ihre mitgebrachten Töpfe. Das war der Bäuerin zu viel. Sie nahm den Suppenbesen und prügelte damit die kleinen Fresssäcke tüchtig durch. Weinend liefen diese davon und blieben von da ab verschwunden. Die Bäuerin ließ am nächsten Tag gleich dieses Aschenloch zumauern. Mit den Schratzen verschwand aber auch das Glück im Haus und im Stall. Die Heilingszwerge. Am Fluss Eger zwischen dem Hof Wildenau und dem Schloss Eicher ragen ungeheuer große Felsen hervor, die man in alten Zeiten Heilingsfelsen nannte. Am Fuß derselben erblickt man eine Höhle, inwendig gewölbt, auswendig aber nur durch eine kleine Öffnung, in die man den Leib gebückt kriechen muss, erkennbar. Die Höhle wurde von kleinen Zwergen bewohnt, über die zuletzt ein unbekannter alter Mann, des Namens Heiling, als Fürst geherrscht haben soll. Einmal vor Zeiten ging ein Weib aus dem Dorfe Taschwitz am Vorabend von Peter Pauli in den Forst und wollte Beeren suchen. Es wurde ihr Nacht und sie sah neben diesem Felsen ein schönes Haus stehen. Sie trat hinein und als sie die Tür öffnete, saß da ein alter Mann an einem Tisch, schrieb emsig und eifrig. Die Frau bat ihn um Herberge und wurde willig aufgenommen. Außer dem alten Mann war aber kein lebendes Wesen im ganzen Haus zu sehen, aber es rumorte heftig in allen Ecken und der Frau wurde grausig und schauerlich. Und sie fragte den Alten, wo bin ich denn eigentlich?
Der Alte versetzte, dass er Heiling heiße, bald aber auch abreisen werde, denn 2/3 seiner Zwerge wären schon fort. Diese sonderbare Antwort machte das Weib nur noch unruhiger und sie wollte mehr fragen, allein aber er gebot ihr Stillschweigen und sagte nebenbei, wäret ihr nicht gerade in dieser merkwürdigen Stunde gekommen, solltet ihr immer noch keine Herberge gefunden haben. Die furchtsame Frau kroch demütig in einen Winkel und schlief sanft ein. Und wie sie den Morgen mitten unter dem Feldstein erwachte, glaubte sie gar geträumt zu haben. Denn nirgends war ein Gebäude zu sehen. Froh und zufrieden, dass ihr in der gefährlichen Gegend kein Leid widerfahren sei, eilte sie nach dem Dorfe zu. Aber es war alles verändert. Es war alles seltsam. Im Dorf waren die Häuser neu und anders aufgebaut. Die Leute, die ihr begegneten, kannte sie nicht. Und auch sie wurde nicht von ihnen erkannt. Mit Mühe fand sie endlich die Hütte, wo sie sonst wohnte. Und auch die war besser ausgebaut. Nur dieselbe Eiche beschattete sie noch, welche einst ihr Großvater dahin gepflanzt. Aber wie sie in die Stube treten wollte, ward sie von den unbekannten Bewohnern als eine Fremde der Tür gewiesen und lief weinend und klagend im Dorf umher. Die Leute hielten sie für wahnwitzig und führten sie vor die Obrigkeit, wo sie verhört und ihre Sache untersucht wurde. Und siehe da, es fand sich in den Gedenk- und Kirchenbüchern, dass gerade vor 100 Jahren an eben diesem Tag eine Frau ihres Namens, welche nach dem Forst in die Beeren gegangen, nicht wieder heimgekehrt sei und auch nicht mehr zu finden gewesen war. Es war also deutlich erwiesen, dass sie volle 100 Jahre im Felsen geschlafen hatte und die Zeit über nicht älter geworden war. Sie lebte nun ihre übrigen Jahre ruhig und sorgenlos und wurde von der ganzen Gemeinde anständig verpflegt zum Lohne für die Zauberei, die sie hat erdulden müssen. Die Hexe und der Schuster. Ein Schuster zu Bamberg hatte einen neuen Gesellen bekommen, einen kräftigen Burschen. Kaum waren ein paar Wochen vergangen, so magerte dieser Bursche ab und war jämmerlich anzuschauen. Besonders am Morgen schwankte er wie ein Gespenst zur Arbeit, bekam scheele Blicke vom Meister und Stichreden von seinen Nebengesellen. Als er aber mal blässer als je kam, tat er den Mund auf und sagte, dass er jede Nacht von einer Trut gedrückt werde und er es hier im Hause nicht mehr aushalten könne. Der Obergesell sprach, ich will dir helfen, und erklärte ihm hinter vorgehaltener Hand, was er machen soll. Und er tat, wie jener sagte. Nachts stellte er sich schlafend, wie es 12 geschlagen hatte, hörte er vor der Tür ein Rauschen, dann ein lautes Blasen durch das Schlüsselloch. Aber ehe sich die Trut seinem Bette nahen konnte und sich mit einem Plumpf auf ihn werfen konnte, kam er ihr zuvor, warf schnell ein Kopfkissen nach ihr durchs Zimmer auf den Stubenboden. »Nun hab ich dich«, dachte er und machte Licht an. Aber auf dem Kopfkissen saß keine Hexe, wie er vermutet hatte, sondern bloß ein kleines Strohhelmchen lag darauf, welches er durchbrach und zum Fenster hinauswarf. Am anderen Tag aber fanden die Leute unten vor seinem Dachfenster die alte hässliche Nachbarin nackt auf der Straße liegen und sie hatte den Hals gebrochen. Der Traum vom Schatz auf der Brücke. Es hat auf eine Zeit einem geträumt, er solle gegen Regensburg wandern, auf die Brücke, da sollte er reich werden. Er ist auch dahin gegangen und da er 14 Tage dort gegangen ist, hat ein reicher Kaufmann, der zu ihm kam und sich wunderte, was er alle Tage auf der Brücke mache, und ihn fragte, was er da suche, antwortete er, es hat mir geträumt, ich soll gegen Regensburg auf die Brücke gehen, da würde ich reich werden. Ach, sagt der Kaufmann, was redest du da von Träumen? Träume sind Schäume und Lügen. Mir hat auch geträumt, dass unter jenem großen Baume ein großer Kessel mit viel Geld begraben sei, aber ich achte ihn nicht, denn Träume sind Schäume. Und da ging der andere hin und grub unter dem Baum und fand einen großen Schatz, der ihn reich machte, und sein Traum wurde ihm bestätigt. Die Wunderblume.
Ein Mann aus dem Dorfe Mömbrishol war drunten in Hanau auf dem Kirchenmarkt gewesen und befand sich nun wieder auf dem Wege nach Hause. Als er am Rammershügel vorbeischritt, wusste er plötzlich nicht mehr, wo es weiterging, obwohl er den Weg wie seinen eigenen Rocksäckel kannte, da er ihn doch schon 100 Mal gegangen war. Es war auch noch hell am Tag und der Mann blickte verwundert nach allen Seiten und griff sich an die Stirn, weil er glaubte, er träumte. Da umgab ihn ein seltsames Licht und zu seinen Füßen stand eine Blume, so schön, wie er im Leben noch keine gesehen hatte. Und ihr feiner Duft stieg ihm in die Nase, dass er nicht anders konnte. Er musste sich niederbeugen und diese Blume pflücken. Kaum aber hielt er sie in der Hand, da tat's einen heftigen Schlag. Der Berg erbebte und es öffnete sich ein großes Tor, durch welches unser Mann in ein weites Gewölbe eintrat, in dem die herrlichsten Schätze blinken. Der Mann war ganz geblendet von der Pracht und er weiß nicht, was ihm schöner dünkt, das glänzende Gold oder das blitzende Edelgestein. Er tastet und greift in seinem Staunen nach diesem und jenen und lässt dabei die Blume auf den Schätzen liegen. Jetzt hört er aus der Tiefe des Gewölbes eine Stimme rufen: Vergaß das Beste nicht. Er denkt, was mag hier wohl das Beste sein? Und suchte herum und wählt, derweil die Stimme nicht aufhört zu rufen: Nimm doch das Beste, nur das Beste. Wie der Mann zwei prachtvolle Leuchter sieht, an denen Perlen und Edelsteine funkeln, meinte er, das sind die am schönsten sind, und nimmt sie in seine Hände, geht damit zum Ausgang zu, ohne an die Blume zu denken, die dort auf den Schätzen liegt. Vergiss das Beste nicht, ruft jene Stimme aus der Tiefe, noch lauter und eindringlicher. Das Beste. Aber der Mann ist schon auf der Schwelle der Eingangspforte. Jetzt schreitet er darüber und nun tut's wieder einen furchtbaren Schlag, so dass die Erde zitterte und das Prachtgewölbe versinkt mit all den Kostbarkeiten, während die Stimme klagt: Wehe, du hast die Blume vergessen. Sie war der Schlüssel zu meiner Erlösung und zu den vielen Schätzen. Wehe, die Blume blüht jetzt erst wieder in 100 Jahren. Dem Mann fuhr der Schrecken so in die Glieder, dass er eine Weile wie betäubt dastand, und dann guckte er in seine leeren Hände, denn auch die Leuchter waren verschwunden. Und so wanderte er zurück, heim in sein Dorf. Die Riesenpflüge. Es war eine Zeit, da wohnten auf den Höhen des Maintales mächtige Riesen, deren Größe weit über Menschenwuchs hinausging, und sie hatten gewaltige Kraft. Hört nur, damals war unser Maintal ganz mit Sümpfen bedeckt, und der Fluss bei Aschaffenburg war in mehrere Arme geteilt. Ein Arm floss zum Beispiel da vorbei, wo sich heute die Stadt befindet, und ein anderer zweigte oberhalb Nilkheims ab, um sich unterhalb Leiders wieder mit dem ersten zu vereinigen. Keiner der Flussteile jedoch führte genügend Wasser, um Schiffe tragen zu können. Ja, was taten nun die Riesen? Um Boden vom Stromtal für den Ackerbau zu gewinnen und eine richtige Schifffahrt zu ermöglichen, stellten sie ein einziges Flussbett her. Sie lockerten den Grund in der einen Flussrinne tief auf, damit sich all das Wasser in sie ergoss und die übrigen Arme allmählich austrockneten. Jawohl, solch Werk vollbrachten damals die Riesen bei der heutigen Stadt Aschaffenburg. Und zur Erinnerung wurden von den großen Pflügen eine Schar und eine Segge aufbewahrt. Die hängen noch heute im alten Turme des Aschaffenburger Schlosses. Ja, ich hoffe, meine kleine Auswahl an alten Sagen aus Bayern hat euch gefallen und ich konnte euch auch ein paar neue erzählen, die ihr noch nicht kanntet. Dann sage ich mal wieder Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.